Friede sei mit uns von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem kleinen Gottesdienst am diesen 19. November 2023. Und es ist ein ganz besonderer Tag, nämlich in Deutschland feiert man an diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr den Volkstrauertag. Er wurde zum Feiertag 1925 und zwar gedachte man den vielen Opfern aus dem Ersten Weltkrieg. Und seitdem wird dieser Tag immer wieder mal mehr oder weniger festlich begangen. Es ist schon merkwürdig, dass wir heute in einer Zeit, wo wir leben, diesen Volkstrauertag fast nicht mehr richtig interpretieren können. Denn wenn wir heute uns für den Frieden einsetzen und für ein gutes Miteinander, dann scheint dieser Weg verkehrt geworden zu sein, denn heute muss man Partei ergreifen, auf der einen Seite stehen und da gilt es dann letztlich auch die Konsequenzen mitzutragen und diese reichen so weit, dass man nicht nur für den Frieden reden darf, sondern auch bei der Unterstützung von Waffenlieferungen und natürlich auch Hetzreden fleißig mitagieren kann. Eine Welt, die sich auf den Kopf stellt und jene, die diesen Volkstrauertag eingeführt haben, jene, die vor Jahrzehnten daran dachten, wie viel Leid und wie viel Verluste ein Krieg mit sich gebracht hat und immer auch mit sich bringen wird, denen würden die Haare zu Berge stehen, wenn sie sehen, was heute hier und dort an einem solchen Tag zum Besten gegeben wird. Und sie würden sich wundern, wie weit die Menschheit gekommen ist, dass sie Krieg für ein Mittel hält, das man einsetzen kann, um unterschiedliche Meinungen zu lösen. Krieg, ein Mittel plötzlich für die Politik, wo sind wir gelandet? Und wenn wir an diesen Tag heute an die vielen Opfer denken und wir wissen, dass es nach dem Ersten Weltkrieg leider einen zweiten gegeben hat und dass diese Opfer längst nicht mehr alle zu begreifen sind, geschweige zum Zählen sind und dass wir momentan kurz vor der nächsten Katastrophe stehen. So wollen wir diesen Sonntag mit Bedacht feiern, ganz besonders an jene auch denken, aber Gott bitten, dass er uns in dieser wahnsinnigen, schweren Zeit beistehen möge, dass er Menschen seinen Geist schenken möge, damit sie zur Vernunft kommen und sich erinnern an das, was ein Krieg ausrichtet. Der Psalm für diesen Sonntag ist der 50. Psalm und ich möchte uns die ersten Verse lesen. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen, beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. In diesem Kontext, dass Gott sein Gericht angekündigt hat, sein Kommen, und dass wir Menschen auf dieser Welt Rechenschaft geben müssen, wollen wir diesen Tag begehen und wir wollen auch diesen Gottesdienst in diesem Kontext feiern. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lassen Sie uns stille werden und beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, sei du bei uns in dieser Andacht zu diesem kleinen Gottesdienst, an diesem Volkstrauertag, der uns wieder in Erinnerung ruft, wie furchtbar, wie zerstörend Kriege gewesen sind und immer bleiben werden. Schenke uns Einsicht, dass wir Menschen mehr für den Frieden tun, dass wir Krieg nicht als Mittel ansehen, um Konflikte zu lösen. Herr, du weißt, wie wir uns in dieser Welt verrannt haben,
wie wir in einer Sackgasse gelandet sind und keinen Ausweg mehr sehen, wie viele Menschen verzweifelt, hoffnungslos, zerrüttet und zermürbt unterwegs sind. Herr, stärke uns mit deinem Wort, mit deiner Andacht, mit deinem Trost, mit deiner Wegweisung. Amen. Der Predigtext für diesen vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, er steht bei Matthäus und überschrieben ist dieser Text vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Liebe Mitfeiernde, es gibt es also doch, ein Gericht, ein zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, werden einige sagen, daran glaub ich eh nicht. Das ist nichts für mich und das ist eine Geschichte aus der Bibel und die gilt nicht für mich. Und dann habe ich manchmal gefragt, warum er meint, dass er hier auf dieser Welt unterwegs ist. Und da kommen die verschiedensten Antworten. Um 70, 80 Jahre ein wundervoll erfülltes Leben zu haben, um so viel wie möglich mir leisten zu können, Karriere zu machen, zu lernen und mich zu entwickeln, größer zu werden und natürlich am Ende rückschaumäßig sagen zu dürfen, ich habe ein wundervolles Leben leben dürfen. Kein Wort davon, dass dieser Weg vielleicht ein Weg ist, der uns herausfordert, der von uns etwas abverlangt, der einen ganz tiefen Sinn hat. Ich denke, viele Menschen haben durch den Ablasshandel das Gericht überhaupt nicht mehr in ihren Gedanken. Weil der Ablass verkehrt gewesen ist, so gibt es auch kein Gericht mehr. Denn die katholische Kirche damals hat ja furchtbar Schindluder getrieben mit dem Geld und hat dadurch auch gleich die andere Botschaft mit in den Boden gestampft. Besonders auch gerade die Evangelischen, die dann gesagt haben, wir predigen nur noch etwas von der Gnade, von der Liebe. Ein Gericht, das gibt es nicht. Wenn wir die Bibel aufschlagen und hier bei Matthäus hineinschauen, dann sehen wir eindeutig, dass Gott ganz anders spricht. Es gibt ein Gericht, es gibt ein Verantworten müssen. Und es macht uns deutlich, warum wir hier auf dieser Welt unterwegs sind, nämlich nicht nur zum Selbstzweck, nicht nur für unseren Spaß und für unsere Entwicklung, sondern wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, uns vielleicht auch zu entwickeln, aber nicht aus uns selbst heraus, sondern verstanden als Geschöpf Gottes. Ja, davon sind wir heute weit, weit entfernt. Und es gibt nur wenige Menschen, die ihren Lebensweg so umschreiben würden. Unterwegs zu sein, um hier auf dieser Erde zu lernen, in einer Botschaft zu leben und für jemanden zu leben, nämlich für Gott, der diese Welt geschaffen hat. Wie wir auch denken, wie wir auch uns herausreden und wie wir auch argumentieren, wer sich ein Christ nennt und wer den christlichen Glauben hochhalten möchte, und das tun ja sehr viele hier in unserem Abendland, der kommt an diesem Text nicht vorbei. Und dem wird gesagt, es ist ganz eindeutig, am Ende des Lebens müsst ihr Rechenschaft geben. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, der sich darauf einlässt, dass es dieses Gericht gibt und dass wir deshalb unterwegs sind, ja, was gilt es dann in diesem Leben zu tun? Wozu lebe ich dann und wie muss ich denn leben, dass ich dieses Gericht bestehe? Wir stehen alle nicht gern vor einem Richter. Wir wissen, dass in unserer heutigen Zeit unschuldige Menschen verurteilt werden und schon zu jeder Zeit dies geschehen ist. Und wir wissen auch, dass Gericht immer mit viel Respekt angeschaut wird, weil es meistens eine Strafe gibt in Form von Geldbußen oder sogar Gefängnistagen. Ja, wir möchten nicht vor einem Richter stehen, schon gar nicht vor einem weltlichen Richter, weil wir wissen, dass da häufig überhaupt kein Recht gesprochen wird. Es steht schon vorneweg meistens fest, so haben Rechtsanwälte es ja erzählt, ob sie ganz schnell diesen Prozess beenden wollen oder ob man Geld verdienen möchte und ihn hinauszieht. Man weiß schon, wie es enden wird, man einigt sich hinter den Kulissen, aber um Recht ist es wohl lange, lange nicht mehr gegangen.
Wir stehen aber nicht vor einem weltlichen Richter, sondern vor dem, der die Welt geschaffen hat, der uns geschaffen hat. Und das muss man ganz klar unterscheiden. Wir stehen dann vor einem Richter, der seine Schöpfungswerke liebt und somit auch uns als Menschen. Es ist keiner, der Unrecht sprechen wird. Im Gegenteil, er versucht, auf das letzte Gute aus jedem Leben hervorzukehren, damit es reicht und man dieses Gericht besteht. Und es kommt dazu noch etwas. Wir haben den besten Rechtsanwalt, nämlich seinen Sohn Jesus Christus, der für uns einen ganz schweren Weg gegangen ist und gesagt hat, ich werde mich für euch einsetzen. Ihr braucht euch vor diesem Gericht nicht zu fürchten, was ihr auch getan habt. Ihr könnt damit rechnen, dass ich vor euch stehe. Aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass ihr mir nachgefolgt seid, dass ihr mir Vertrauen geschenkt habt. Diesem Rechtsanwalt, wenn ich ihn so bezeichnen möchte, Jesus Christus das Vertrauen zu schenken, heißt, die Angst vor dem Gericht kann verfliegen. Wir brauchen uns nicht ängstigen. Wir brauchen auch kein Fegefeuer. Und wir brauchen das Gericht nicht mit den größten Zombies darzustellen und den Menschen Angst einzujagen. Sondern wir können sagen, wir müssen zwar uns rechtfertigen, aber wir haben den besten Rechtsanwalt, der für uns alles sucht, was uns gelungen ist. Und jetzt wird es nämlich spannend, was gilt es denn zu tun? Und diese Geschichte ist so eindrucksvoll, dass wir fast in Begeisterung ausbrechen. Da gilt es, einfach die Nächstenliebe zu üben. Und zwar Gefangene zu besuchen, Armen zu helfen oder aber auch Kranke zu besuchen. Zusammengefasst, jenen Menschen nahe zu sein, die Hilfe brauchen, die es nötig haben, dass Menschen sich um sie kümmern, dass sie nicht allein gelassen werden. Man könnte es mit einem Satz der Nächstenliebe zusammenfassen. Das ist die Kunst unseres Lebens. Und da werden wir sagen, ja, das tun wir doch alle. Wer geht schon an einem Bettler vorüber? Wer geht schon keinen Gefangenen besuchen, den er kennt? Und wer hilft nicht auch Menschen, die in Krankheit geraten? Also wäre doch der Schluss, der Umkehrschluss, dann müssten wir doch alle das Gericht nicht fürchten. In unserer heutigen Zeit sehen wir aber, dass sehr viel mit der Liebe verkauft wird. Es wird so viel unter dem Deckmantel Liebe versteckt. Man möchte den Menschen nur zum Guten dienen, nur zum Besten. Man möchte um die Gesundheit sich kümmern, um die Freiheit, um den Schutz dieser Welt. Es wird so vieles in diesem Sinne verkauft, dass man meinen müsste, die Philanthropen sind alles Menschen, die unglaublich gut unterwegs sind und denen man ja Vertrauen schenken muss. Ich habe Menschen, auch hier in der Schweiz, kennengelernt, Ältere, die deshalb unheimlich hörig sind, weil sie sagen, ja, sie tun ja alles Gute. Sie versuchen, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Impfung erhält. Sie versuchen, den Ausgleich zwischen Arm und Reich zu schaffen. Sie setzen sich ein, wenn wir spenden und geben dann unsere Spendengelder in die anderen Länder weiter. Ja, weit gefehlt, wer dachte, es läuft so. Wir haben längst gespürt, dass diese Philanthropen nicht für uns Menschen unterwegs sind, auch nicht unterwegs sind, um zu helfen ärmeren Völkern. Denn die Schere geht immer weiter auseinander. Die Brutalität der Gewinne zwingt viele Menschen in den Hunger oder in den Tod. Wir sehen längst, dass sich nichts, aber auch gar nichts, wenn ich nur in meinem Leben zurückschaue, geändert hat. In dem Wohlwollen für die Menschen. Es wird unsagbar viel Geld gesammelt, geheischt und dann aber nicht dort ausgegeben, wo es Sinn macht. Im Gegenteil, wie viel dieser Gelder werden genutzt, um das Elend noch größer zu machen, um den Gewinn noch größer werden zu lassen derjenigen, die sich als Philanthropen, als Freunde hinstellen der Menschheit
und in Wirklichkeit diese Menschheit zum Teil vernichten wollen und in die Sklaverei bringen wollen. Was ist das für eine Zeit? Und dann ist es eben nicht mehr so einfach zu sagen, ja, wir wollen ja alle diese Liebe üben, wir sind alle so unterwegs. Und wenn wir uns mal nicht nur nach oben richten, sondern das ganze Volk uns anschauen, dann hat sich diese Mentalität verbreitet. Wir tun viel aus Gründen der Liebe. Aber wie oft steckt dahinter nicht die wirkliche Liebe, die nämlich nicht über das Gute spricht und die dafür keine Medaille kriegen muss, die dafür keine Urkunde kriegen muss, sondern die einfach hilft, weil die Not so groß ist. Die steckt häufig nicht dahinter, sondern häufig steckt doch ein ganz anderer Grund dahinter, der Öffentlichkeit zu zeigen, schaut mal, wir sind doch auch gute Menschen. Wir tun Gutes, auch wenn wir auf der Kehrseite für uns scheffeln, den Reichtum anhäufen und manchmal gar nicht mehr wissen, wo mit dem Geld hin. Wir sehen es gerade in den Abendländern hier in Europa, wie die Menschen zweigleisig unterwegs sind und ganz häufig den Philanthropen nacheifern, dass sie sagen, ich brauche ja für mein Image noch ein Aushängeschild. Und dann wird sich für irgendeine Stiftung eingesetzt oder wird zu irgendeinem Anlass etwas gesammelt, damit man in der Öffentlichkeit zeigen kann, wie großherzig und wie gutmütig man ist und wie groß die Liebe ist. Von einer Sache können wir ausgehen. Dieser Gerichtsprozess wird das alles offenlegen, was unsere wirkliche Motivation gewesen ist. Ob sie gewesen ist, im Stillen zu helfen, oder ob sie gewesen ist, für uns ein Denkmal zu schaffen und unser Gewissen einfach nur zu erleichtern. Wir sehen, dass wir im Namen der Liebe ganz viel Schaden anrichten können, wenn nicht die wirkliche Liebe in diesen Taten zu finden ist und hinter unserer Person steht. Und das wird hier so schön geschildert, was die wirkliche Liebe tut. Sie tut nämlich etwas, von dem sie es gar nicht merkt, weil es selbstverständlich ist, einen Kranken in der Nähe zu besuchen, einen Gefangenen aufzusuchen, aber auch Unterdrückte und Verfolgte zu begleiten, sich einzusetzen für die Menschen in Not. Und zwar, es wird gar nicht so gesagt, dass wir die ganze Welt retten sollen, sondern es geht ja darum, wie wir unsere Talente einsetzen, und zwar erstmal in der Nächstenliebe, die Menschen, denen wir begegnen. Und wie vielen begegnen wir im Alltag tagtäglich? Und wie viele Menschen von denen sind in Not? Häufig wissen wir gar nicht, wie es ihnen geht, weil wir es ja gar nicht wissen wollen. Und wann sind wir wirklich bereit zu helfen? Kommt es dann nicht wirklich manchmal über die Lippen, ja, der kann ja gar nicht bedürftig sein, der ist ja selber dran schuld, schau mal, wie er aussieht und was er aus seinem Leben gemacht hat. Bedingungslos zu helfen, nicht immer unheimlich nachzufragen, sondern die Not sehen und aus der Liebe handeln. Wie der barmherzige Samariter, der nicht gefragt hat, ist das einer von meinem Volk, den ich jetzt helfen muss. Und was könnten wir in unserem Alltag im näheren Umkreis für Not wahrnehmen, wenn wir wirklich die Augen offen halten würden und wenn wir mit den Augen der Liebe schauen würden, dann würden wir so viel Leid, so viel Kummer, so viel Zerwürfnis entdecken und dann wäre es sicherlich von uns angebracht, da zu handeln. Aber dann haben wir ja auch häufig diese Ausreden, wir müssen erstmal für uns sorgen, für unsere Familie, wir müssen unseren Beruf handeln und wir müssen vieles andere schaffen, wir haben ja gar nicht so viel Zeit und deshalb haben wir die Hilfe delegiert in die Hilfswerke. Zu den Philanthropen. Was für ein Fehler. Wir haben sie delegiert und haben nicht gemerkt, dass mit unserem Geld, was wir einfach mal so noch mit abdrücken, Schindluder getrieben wird. In den meisten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen, die wirklich mit diesem Geld richtig unterwegs sind. Aber hier geht es nicht um Geld zu geben, hier geht es um ein Stück Leben, das man gibt. Hier in diesem Text ist die Rede davon, dass man selbst sich auf den Weg macht und diesen Menschen Nähe zeigt, Verständnis
und Liebe. Und das heißt, Liebe äußert sich nicht nur im Geldgeben, sondern in einem offenen Ohr, in der Zeit, in dem Verzicht auf eigene Zeit, im Verzicht auf eigene Karriere. Das ist wirkliche Liebe. Wir sehen, es ist eigentlich gar nicht schwer. Es wäre so einfach, wenn es uns einfach aus dem Herzen käme, wenn wir wie selbstverständlich mit dieser Botschaft leben und unterwegs sein würden. Und spätestens an dieser Stelle sehen wir, wie sehr wir der Welt verhaftet sind und wie sehr wir in Mechanismen zu Hause sind, die uns einfach gefangen nehmen und die uns gar nicht mehr aus der Liebe frei agieren lassen. Die Liebe, so heißt es im 1. Korinther 13, sie erduldet alles, sie trägt alles, sie verzeiht alles. Wenn wir dieses Lied uns mal anschauen, dann müsste unser Leben von uns allen vollkommen anders aussehen. Und jetzt könnten wir am Schluss natürlich sagen, das ist ein Weg, den können wir nicht gehen, der übersteigt unsere Fähigkeiten. Das ist unmöglich, was von uns verlangt wird. Nein, ist es nicht, weil wir das nicht allein schaffen müssen. Dorthin zu kommen, dass wir so aus der Liebe unterwegs sein können, dass wir uns für das Leben einsetzen und nicht für den Krieg, dass wir uns für das Verständnis einsetzen und nicht für das Herab- und Herunterlassen, dass wir auf den anderen zugehen, das kann man nur, und das wird uns auch nur gelingen, wenn wir selbst Gott vertrauen und jeden Tag neu mit ihm im Gespräch sind und von ihm uns leiten und führen lassen. Wir alleine sind nicht in der Lage. Da greift die Welt, und da könnte man sagen, da greift der Teufel zu, wie es auch hier gesagt wird, und all jene, die sich von ihm führen lassen und einladen lassen, sie werden ins Verderben gehen. Und dann sagen manche, ist mir ja auch egal, Hauptsache ich habe jetzt hier meine 70, 80 Jahre, habe ein schönes Leben, danach ist sowieso alles zu Ende und was dann kommt, ist mir gleich. Und selbst diesen Menschen möchte ich sagen, die nicht an das Danach glauben, würde es sich nicht lohnen, mit dieser Liebe, wie sie hier geschildert wird, diese Welt freundlicher zu machen? Würden wir nicht alle reicher werden, wenn jeder sich um den anderen kümmert? Würde es da nicht plötzlich überhaupt keine Armut mehr geben, kein Leid mehr? Würden wir nicht alles in der Kommune bereits schon auffangen können und sagen, es muss nicht sein, dass ein Rentner seine Nahrung in den Abfallkübeln suchen muss oder dass Rentner bis ins hohe Alter sich etwas dazu verdienen müssen, weil die Rente nicht reicht. Oder dass Kinder und Jugendliche in der Angst leben müssen, eingeschüchtert, weil sie Angst haben vor der Zukunft. Was wäre das für ein Leben, wenn wir uns von dieser Liebe leiten ließen? Es würde auch keine Chance mehr geben, einen Krieg anzuzetteln. Jeder, der es versuchen würde heute, der würde Schiffbruch erleiden, denn wir würden uns einen solchen Bären nicht aufbinden lassen, dass man mit Gewalt und Waffen auch nur einen Konflikt lösen kann. Wir würden uns nicht verblenden lassen, sondern wir würden dann miteinander und nicht gegeneinander unterwegs sein. Und so sehen wir, dass dieser Text für die, die an ein Leben nach dem Tode glauben und die an ein Gericht festhalten, genauso spannend ist für die, die sagen, das interessiert mich nicht, ich lebe jetzt nur heute und hier. Für beide Menschen, Gruppen, wäre dieser Text mehr als wichtig, weil hier das Schlüssel dazu liegt, wie unser Leben gelingen kann, wie wir es meistern können, und zwar nicht aus uns heraus, sondern aus der Liebe heraus. Und die Liebe, die eigentliche Quelle, ist nun mal Gott. Und jeder, der in der wirklichen Liebe unterwegs ist, nicht in der angedeuteten Liebe, die dann vom Egoismus überstrahlt wird, wer wirklich in der Liebe unterwegs ist, der ist ein Zeichen von Gott selbst. Der weist mit seinem Leben, mit seinem Handeln auf Gott hin. Und so möchte ich gar nicht Angst machen vor dem Gerichtsprozess, sondern ich möchte das einfach nehmen, diesen Text, und sagen, was für eine Möglichkeit für unser Leben heute, noch einmal eine Veränderung zu schaffen und aus diesem Kriegsgeschrei
und aus dieser Zerteilung herauszufinden, um letztlich wieder zu sagen, lasst uns ein anderes Leben leben. Und das beginnt nicht im Großen, das beginnt nicht bei den Regierungen. Da scheint manchmal Hopfen und Malz verloren zu sein. Das beginnt unten an der Basis. Das beginnt im Kleinen, wenn ich im Geschäft den anderen nicht übervorteile, wenn ich ein Auge habe für das Leid und die Not der Nachbarn und wenn ich ein Auge habe auf die Menschen, die mir tagtäglich begegnen und ihnen dann aus dieser großen Liebe, die mir Gott geschenkt hat, handle. Amen. Lassen Sie uns stille werden und beten. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Kein Versteck, kein Verbergen ist, wenn du herkommst. Die Masken fallen, das Zwielicht weicht. Was vergessen war, liegt offen. Sieh in die Winkel unserer Seele, sieh auf die vernarbten Wunden, das abgespaltene Dunkel. Die Verletzungen, die niemals völlig heilten. Sieh uns auf den Grund, wo das Gewisse nagt, wo wir dürsten nach dir. Sieh uns gnädig an und heile uns. Sieh in die dunklen Winkel unserer Welt. Dorthin, wohin die Kameras nicht reichen und woher keine Stimme zu uns dringt. Auf das ungewusste Elend. Auf die Totgeschwiegenen, auf die Verschwundenen. Sieh uns gnädig an und heile uns. Sieh in die Keller des Vergessens, in die Archive der Verbrechen, sieh dorthin, wo verschwiegen wird und verschleiert, wo Gewalt sich tarnt als Unwissenheit, wo Schuld verdrängt wird und kein Mitleid ist. Sieh uns gnädig an und heile uns. Komm, Herr, komm und bring ans Licht, wer wir sind und was uns treibt. Komm sieh und lass uns sehen die Wahrheit unserer Schwäche und das klare Licht deiner Liebe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gehen mit dem Segen Gottes. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns einen gesegneten vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, einen gesegneten Volkstrauertag, ein bewusstes Erinnern, wohin Krieg führt, wie viel Elend daraus erwächst
und einen bewusst gesegneten Sonntag, in dem uns Gott wieder neu berührt, anspricht und uns aufbrechen lässt zu neuen Wegen, nämlich zum Weg der Liebe. In diesem Sinne, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen rein, wenn Reinigzeitgedanken wieder Gedanken zu Losung und Lehrtext bringen. Uff, Wiederloge.